Besser jetzt, solange wir noch können. War das Ace? Oh mein Gott, das ist Ace! Er kam mit Dad hierher! Er führt uns irgendwo hin. Ayla, ist das möglich? Ace, warte! Wie hat er es da reingeschafft? Verdammt. Suchen wir einen Weg. Muss ich mir notieren.
Dann bringst du ihn halt dazu. Rosa, da fehlt etwas. Es reicht jetzt. Hier muss es was anderes Brauchbares geben. Das hier ist nur der Anfang. ASEs hacken, Krankenstationen stürmen, Gefangene freilassen. Du merkst nicht, wie verrückt das alles ist. MacArthur hat Archelavos abgesperrt. Nicht ich, Isaac. Warum bist du hier? Als Unterhändler unseres glorreichen Anführers? Als Freund, ich bitte dich. Bitte, sei doch vernünftig. Gar nichts werde ich. Ich lass mir nichts sagen. Und die, die Outward unterstützen? Die hoffen, dass es klappt? Die Leute, auf die deine ASEs gerade ihre Waffen richten? Wir verlassen diesen Ort. Und zwar mit den Archen. Wenn du helfen willst, geh ins Panoptikon und sag MacArthur, er soll Labos aktivieren. Ansonsten hältst du dich raus. Warum führen sie sich so auf? Zusammen haben sie so viel durchgemacht. Wie konnte es so weit kommen? Ich hoffe, sie sind okay.
Bist du im Panoptikon mit MacArthur? Isaac, bitte antworte! Isaac, bist du noch am Leben? Das wollte ich alles nicht. MacArthur soll Habitas aktivieren. Isaac! Bei Rosa nach all dieser Zeit. Warum hast du nicht gesagt, wo du hingehst? Ich sah Ace und bin ihm nachgelaufen. Da ist noch ein Hologramm. MacArthur hat Labos abgeschaltet, damit Rosa die Startsequenz nicht aktiviert. Und danach stellte er den Sauerstoff ab. Von der ganzen Kolonie. Du hast Isaac da wohl auch gesehen, oder? Wir gehen. Was? Was? Wir starten die MPT-Verbindung zu Labos von der Brücke. Wir machen Habitas startklar und sind vor Beginn der Nacht weg. Und die Arche Vita? Rosa ist tot, Kathy. Es sind alle tot. Und wenn es Überlebende gibt, sind die wohl bewaffnet und würden uns töten. Die Mission ist noch nicht abgeschlossen. Uns fehlt ein Crewmitglied. Und kritische Ausrüstung, die wir für die Mission brauchen, fehlt auch. Arche Vita mag wichtig sein. Doch wir wissen nicht, wo sie ist und ob sie funktionsfähig ist. Und ich gefährde den Erfolg dieser Mission nicht weiter mit der Suche. Wir brechen jetzt auf. Das ist ein Befehl. So. Was machen wir mit dem Kleinen da? Ace, dreh dich um. ESI-Einheit 63754-N. Eigentumstransfer. Lunaradüberbrückung. 170544. Isaac Johansson. Dein Name? Mein Name. Ryan Deljanen. Das ist ja was. Kathy, richte die Schüssel auf Arche Labos aus.
Fertig. Also, Ryan, prüf die Systeme und dann los. Bin dran. Sarah? Was zum... Stopp. Kommen wir nie vom Planeten! Sarah, das halt, war unsere stopp. Letzte Sarah, Möglichkeit, nach was soll denn Hause das? Zu fliegen! Sarah, hör auf! Wir sitzen Reiß hier dich jetzt fest. Zusammen! Verstehst du das nicht? Sarah! Schon okay. Ryan, ich schwör's. Ich weiß nicht, was passiert ist. MPTs funktionieren so nicht. Ich hätte das nicht mal geschafft, wenn ich gewollt hätte. Nicht, dass ich es wollte, nur ist... Ja doch, ich weiß. Ist sie okay? Ja. Wird schon werden. Ja, sie braucht nur ein bisschen Zeit. Ein großes bisschen. Also, was jetzt? Wie wahrscheinlich ist es, dass wir die MPT-Schüssel noch anschließen können? Eher unwahrscheinlich. Also, besteht noch die Chance? Naja, nur wenn die Schüssel beim Aufprall nichts abbekommen hat. Und selbst wenn das der Fall wäre, bräuchten wir freie Sicht auf sie von Habitas. Und ich müsste die Transformatoren und Wandler ja, prüfen und hoffen, dass sie intakt Hoffnung, sind. Die uns noch bleibt. Ich muss einfach bei Sarah bleiben. Doch ich richte mich von hier aus nach dir. Okay. Kat? Wir zählen auf dich.